Ende November, ich finde, es wird jetzt wirklich allerhöchste Zeit für die erste Weihnachtsserie. Neu auf Netflix eine italienische Serie, die heißt Ich hasse Weihnachten. Der Inhalt der Serie ist schon fast der Klassiker unter den Weihnachtsgeschichten. Es geht um eine junge Frau, die ist Single und sie hat wirklich satt, dass jedes Jahr zu Weihnachten ihre Familie sie deswegen nervt. Ich bin stolz auf meine Unabhängigkeit. Leider heißt das auch eine alte Jungfer. Ich brauche keine Beziehung, um glücklich zu sein. Ich würde meine Eizellen einfrieren lassen. Und drum sagt sie dann eines Tages den magischen Satz. So Leute, ich habe einen Freund und ihr lernt ihn an Weihnachten kennen. Man soll die Hoffnung nie aufgeben. Jetzt hat sie ein Problem und 24 Tage nur Zeit, einen Freund für Weihnachten aufzutreiben. Es ist eine richtig klasse Wohlfühl-Weihnachtsserie. Als Bonus obendrauf, weil es eine italienische Serie ist, gibt es Bilder aus Venedig. Die erinnern euch vielleicht an den letzten Bibione Lignano-Urlaub. Ich hasse Weihnachten auf Netflix, kriegt von uns 8 von 10 Klingelingeling-Couchpunkten.